Okay, jetzt machen wir noch ein weiteres Beispiel für vollständige Induktion, und zwar machen wir jetzt mal eine Ungleichung. Dazu möchte ich vorher mal was anderes definieren. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Sie wahrscheinlich schon, ne? Was bedeutet N-Fakultät? Das brauchen wir jetzt. Was bedeutet N-Fakultät? Ja? Genau, also n mal n minus 1 mal n minus 2 mal und so weiter, mal 3 mal 2 mal 1. Ne? Ich multipliziere alle Zahlen bis zu n auf. Also Beispiel, 5 Fakultät ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ne? Alle Zahlen bis zur 5 werden aufmultipliziert. Demnach ist die 1 Fakultät 1. Und für kombinatorische Überlegungen braucht man häufig auch die Nullfakultät. Da weiß man nicht so genau, was ist das eigentlich. Das muss man definieren. Ne? Nullfakultät ist auch 1. Das definiert man sinnvollerweise. Braucht uns jetzt nicht interessieren, warum. An bestimmten Stellen kriegt man raus, dass es nur so sinnvoll definiert wird. So. Also wenn man die Fakultät jetzt allgemein definieren will, das macht man rekursiv. Ich schreibe es nur mal hin. N-Fakultät ist gleich, so. Rekursiv heißt, Sie wissen, wir brauchen Rekursionsanfang und dann die eigentliche Rekursion. Man definiert N-Fakultät als 1, wenn N gleich 0 ist, oder als N mal N minus 1 Fakultät, wenn n größer ist als 0. Also, wenn n gleich 0 ist, 0 Fakultät ist 1, haben wir gesagt, müssen wir definieren. Und wenn n größer ist als 0, dann muss ich einfach die nächst kleinere Fakultät nehmen und n dran multiplizieren. Machen wir mal ein Beispiel, wenn wir die Definition hier mal mit 3 Fakultät betrachten. 3 Fakultät, was ist 3 Fakultät? N ist 3. N ist also nicht 0, N ist größer als 0, also gilt dieser Teil hier. 3 Fakultät ist 3 mal 2 Fakultät. Ah ja, na, jetzt muss ich gucken, was ist 2 Fakultät? 2 Fakultät ist 2 mal 1 Fakultät. So. Okay, jetzt wird es ein bisschen künstlich an der Stelle. 1 Fakultät, muss ich jetzt gucken, was ist 1 Fakultät? 3 mal 2 mal 1 Fakultät ist... N ist nicht 0, N ist größer als 0, 1 mal 0 Fakultät. Ja, und jetzt muss ich noch gucken, was ist 0 Fakultät? 0 Fakultät ist 1. 3 mal 2 mal 1 mal 1. Ja, die letzte 1 kann man ja weglassen. Eigentlich kann man alle 1er weglassen. Aber so ist es ganz kompakt definiert, da muss man nicht die 0 und die 1 unterscheiden. Ja? Funktioniert so. Gibt es an der Stelle Fragen erstmal? N-Fakultät rekursiv definiert? Ja? Bräuchte man nicht, ne? Kann man weglassen. Bitte? Ja, kann man weglassen. Braucht man eigentlich nicht, macht man in der Regel auch nicht. Nur wenn man die Definition ganz streng bis zum Ende durchführt, muss ich immer diesen Teil anwenden hier, solange N nicht 0 ist. Ne? Und am Ende wird N 0, okay, dann habe ich hier hinten 2 mal die 1 stehen. Aber das spielt keine Rolle, Sie können es auch weglassen. Ne? Man schreibt auch 3 Fakultät normalerweise nur als 3 mal 2 mal 1. Nur wenn Sie es mal formal definieren wollen, man muss einfach nur das merken. Ne? Hier N-Fakultät ist alle Zahlen aufmultipliziert bis N. So. Und jetzt gibt es eine vollständige Induktion, und zwar zeige für alle n Element n mit, muss ich mal gucken, ab wann gilt's? Achso, das schauen wir uns gleich mal an. Und was sollen wir zeigen?
n-Fakultät ist größer als 2 hoch n. Das lassen wir nochmal kurz offen. n-Fakultät ist größer als 2 hoch n. 2 hoch n, das steigt ziemlich stark. Ne? 2 hoch n, wissen Sie, das geht nach oben. Und jetzt wird hier behauptet, n-Fakultät ist sogar noch größer als 2 hoch n. Das wächst noch schneller. Ne? Ganz schön schnell. Jetzt die Frage, jetzt gucken wir uns überhaupt das mal an. Ne? Wenn wir jetzt beispielsweise für n Element n, ne, wenn wir mal 1 einsetzen, dann steht da ja, machen wir mal eine Tabelle, n, n-Fakultät, 2 hoch n. Untersuchen wir erstmal, ob das überhaupt gilt. Ne? Wenn n 1 ist, ist n-Fakultät 1 und 2 hoch n 2. Oh, stimmt ja gar nicht. 1 ist gar nicht größer als 2. Also für die 1 gilt es nicht. Gucken wir mal weiter, wenn n 2 ist, dann ist 2-Fakultät 2 mal 1. Okay, das ist 2. Und 2 hoch 2 ist 4. Gilt auch nicht. 2 ist gar nicht größer als 4. Gucken wir mal die 3 an. 3-Fakultät ist 3 mal 2 mal 1, also 6. Und 2 hoch 3 ist 8. Da gilt es auch noch nicht. Gucken wir uns mal die 4 an. 4-Fakultät, müssen wir jetzt hier 4 dran multiplizieren, an 3-Fakultät. Ne? Das macht es einfach, diese rekursive Definition. 4-Fakultät ist 4 mal 3-Fakultät, also 4 mal 6 ist 24. Und 2 hoch 4 ist 16. Aha! Jetzt merken Sie auch, das hier wächst ziemlich schnell. 1, 2, 6, 24. Die Fakultät wächst ziemlich schnell. 2 hoch n wächst nicht ganz so schnell. Und dementsprechend müsste jetzt bei der 5-Fakultät, das ist 120, ne? 5 mal 24. 2 hoch 5 ist 32. Aha, da sehen Sie, die Fakultät zischt ab. Ja? Die geht so richtig nach oben. So, also scheint es wohl so zu sein, dass n-Fakultät größer ist als 2 hoch n erst ab n gleich 4. Na? Erst ab hier. Das heißt, wir können es auch erst zeigen für n größer gleich 4. Und das machen wir jetzt mit Induktion. Induktionsanfang. Jetzt zeigen wir es für das kleinste n, für das es gilt, und das ist 4. N gleich 4. So. Jetzt müssen wir zeigen, 4-Fakultät ist größer 2 hoch 4. Jetzt kann man das einfach ausrechnen, okay. Ich führe jetzt aber auch hier mal die Variante ein, wir gehen von links nach rechts. Und bei Ungleichungen wird deutlich, warum das wichtig ist, nicht beide Seiten so lange umzuformen, bis irgendwo steht 0 gleich 0 oder so, ne, sondern lieber sauber von links nach rechts umformen oder sich in die Mitte zu bewegen, weil man ansonsten bei Ungleichungen nicht so genau weiß, was man tun darf. Vielleicht machen wir es einmal, genau, vielleicht machen wir es dann einmal falsch sozusagen, um zu sehen, wo die Probleme liegen. Okay, jetzt gucken wir vielleicht den Induktionsanfang an. N-Fakultät ist, also 4-Fakultät ist gleich, das haben wir schon ausgerechnet, 24. Rechts müssen wir bei 2 hoch n rauskommen. 2 hoch 4 ist gleich 16. Und 24 ist größer als 16. Jetzt steht hier, 4-Fakultät ist gleich 24, das ist größer als 16, das ist gleich 2 hoch 4. Stimmt. 4-Fakultät ist größer als 2 hoch 4.